Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Mit diesem alten Ostergruß heiße ich Sie und euch herzlich willkommen in den Wohnungen und Häusern. Wir sind hier zusammen in der Hefata-Kirche, die beiden Kirchen, Musiker Martin Kaiser und Dorothea Grebe. Mit mir gemeinsam feiern wir Gottesdienst. Es ist Ostern in Zeiten von Corona. Wir feiern das Leben, erst recht und gerade jetzt. Und wir feiern in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten mit Psalmworten. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ich danke dir, Gott, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Dies ist ein Tag von Gott gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gott, hilf. Gott, lass es wohl gelingen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lasst uns beten. Wir kommen vor dich an diesem Ostermorgen mit allem, was unser Herz bewegt. Sei du mit deinem guten Geist unter uns, hier und überall, wo Menschen jetzt mitbeten. Amen. Hören wir das Osterevangelium, wie es in der Bibel, im Markus-Evangelium, aufgeschrieben ist. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und den toten Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und merkten, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen jungen Mann sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht hier die Stelle, wo er gelegen hat. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Zitternd und ängstlich verließen sie das Grab und liefen davon. Deshalb behielten sie alles für sich. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Osterei habe ich vor vielen Jahren geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht so richtig, von was für einem Vogel dieses Ei ist. Für einen Huhn ist es jedenfalls zu groß. Aber es ist schön geschmückt in der Tradition des Marburger Landes, wo ich lange gelebt habe. Die meiste Zeit des Jahres liegt es wohl versorgt in einem Karton. Und wenn Ostern kommt, dann hole ich es raus. Und dann liegt es die ganze Zeit auf dem Tisch, immer anzuschauen. Was macht ein Ei eigentlich zu einem Osterei? Vielleicht, dass das Ei eigentlich ein Zeichen für etwas Lebendiges ist. Ohne dass ich es sehen kann von außen, wächst in manchem Osterei ein Küken heran. Und wenn es reif ist, dann pickt es sich von innen die Schale auf und schlüpft heraus und geht hinaus in die Welt.
So ist es ein Zeichen für das Leben geworden. Aus diesem Ei schlüpft kein Küken. Trotzdem ist es ein Osterei. Denn hier ist etwas draufgeschrieben. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Botschaft von Ostern, auch heute. Und das war noch nie selbstverständlich. Auch heute bleibt uns schwere Not nicht erspart. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Angst davor, dass uns das Geld ausgeht, wenn die Geschäfte und Fabriken geschlossen sind. Sorge um die Menschen, die sich um Kranke kümmern. Sorge auch um Menschen, die es zu Hause nicht miteinander aushalten. In Sorge sind auch viele geflüchtete Menschen, um die es jetzt noch viel schlimmer steht als vorher. Vieles ist ungewiss. Dünnhäutig gerate ich in Versuchung, nur die schlechten Nachrichten an mich ranzulassen und erlebe doch so viel Gutes. Briefe, die geschrieben werden, Anteilnahme aneinander, WhatsApp-Nachrichten, Millionen, schöne Bilder, Musik und gute Worte, durchs Telefon, auch durch soziale Medien. Worte und Gesten, die uns aufrichten. Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen. Menschen, die auch im Abstand zusammenstehen. So viele Menschen, die es eben doch miteinander aushalten und einfach das Beste draus machen. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieses Osterei ist für mich ein Erinnerungszeichen. Es erinnert mich an Gottes Willen für mich und dich und für die ganze Welt. Das Böse, es wird überwunden werden. Wir müssen keine perfekten Menschen sein. Alles, was Tod bringt, es wird nicht den Sieg behalten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das sagt Jesus, damit wir froh sind, damit wir getrost leben, damit wir Grund haben, manchmal herzlich miteinander zu lachen und uns freuen. Auch wenn noch nicht ganz raus ist, wie das nachher werden wird und was es zu entdecken geben wird, wenn das mal alles rum ist. Gut, wenn wir solche Zeichen haben, die uns daran erinnern. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Oh,
Lasst uns miteinander beten. Gott, wir feiern Ostern. Wir feiern, denn du hast den Tod besiegt. Wir freuen uns, dass du stärker bist als alles, was uns Angst macht. Du versprichst uns neues Leben. Wie Jesus bei dir lebt, so werden wir auch bei dir leben. Auf dich hoffen wir in unserem Leben und auch im Sterben. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich heute nicht freuen können, die traurig sind, die Angst haben, die einsam sind, ohne Hoffnung. Lass es auch für sie Ostern werden. Verwandle ihre Trauer in Freude. Verwandle ihre Angst in Mut. Lass sie mit anderen Menschen verbunden leben. Verwandle ihre dunklen Gedanken. Lass uns auf dich vertrauen. Wir bitten dich, lass es Ostern sein, hier bei uns und überall auf der Welt. Beten wir einen Moment, jeder und jede für sich. Sei du mit uns allen, wenn wir nun gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Jesus Christus begleite dich. Gottes Geist erfülle dich. Musik.